Natürlich akzeptieren wir die Entschuldigung des Herrn Aiwanger, aber es war die dürftigste Entschuldigung, die man sich vorstellen kann. Man spürt diese Entschuldigung an, dass sie nur erfolgt ist auf Druck des Ministerpräsidenten, weil sonst hätten wir wieder die langen Ausflüchte gehabt, wie wir sonst immer gehabt haben. Man kann jetzt lang darüber diskutieren, was im Jahr 2021 bürgerlich ist und nicht, aber vielleicht etwas, ein Kern von Bürgerlichkeit gibt es, dass es bestimmte Anstandsregeln gibt und dass man sich an die hält. Und es gibt einen Satz, der vielleicht ganz zutiefst bürgerlich ist, der heißt, das tut man nicht. Und wenn Stillschweigen vereinbart ist, dann zwitschert man nicht, das tut man einfach nicht. Also Herr Mehring, Belehrung über politische Kultur brauchen wir von Ihnen nicht.